So, jetzt aber erstmal hier, liebe Kinder, das ist für euch. Schaut mal, hier hat Fatih schon aufgebaut. In der Wohnküche, vielleicht können Sie zu Hause auch riechen. Es wird gleich gebrutzelt. Oh, ich sehe, man hat gegenüber der Probe noch einen neuen Schieber. Und wir nennen natürlich, weil wir alles bezahlen, weil wir kein billiges Product Placement machen wie im ZDF, ja? Wir nennen die Markenartikel, mit denen wir kochen. Ja? Und das hier ist zum Beispiel, das ist noch nicht die Spitze des, wie nennt sich das, für mich heißt das Eierschieber. Küchenchef. Das heißt Küchenchef? Ich kenne das als Küchenchef. Das ist der Küchenchef? Wenn du in so einen Laden gehst, wo es Küchenchefs gibt, sagst du einen Küchenchef bitte, dann kriegst du das. Ja, wenn ich in einem Restaurant bin, wo es einen Küchenchef gibt? Ja. Können Sie mal den Küchenchef holen? Was soll der Trottel mit der Mütze? Ich meine, das hier. Das heißt Küchenchef? Ja. Für mich ist er ein Eierschieber. Eierschieber. Den gibt es mit Plastikgriff. Pfannenwender vielleicht noch. Wie? Ein Pfannenwender. Wieso, ich wende doch nicht die Pfanne. Oh. Ja, du schiebst ja auch nicht die Eier. Doch. Das ist aber keine absolute Weltklasse-Spitzenpfanne. Die macht bestimmt Krebs! Das merke ich schon am Gewicht. Weil ich habe ja Pfannen, die sich die Astronauten in Apollo 17 auf den Kopf geschlagen haben. Und deswegen haben wir jetzt diese Mega-Pfannen. Fissler? Ich glaube, es ist Fissler. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Eierschieber ist von Rösler. Rösler. Das ist nicht Rösler. Das hier ist Inox. Inox ist auch gut. Oder ist es das Material, aus dem das vorne ist? Ja, wie nennst du das hier? Ja, da müssen genau wir bei Adam und Eva anfangen. Jetzt müssen wir uns Küchengeräte erklären. Ja, aber das heißt doch alles so. Das eine ist aus Holz und das andere ist aus Metall. Das heißt Küchenchef? Ja. Das ist für mich ein Kochlöffel. Ach, das ist doch kein Kochlöffel. Also, entschuldige mal bitte. Also durch das ist doch kein Kochlöffel. Sieht aus wie ein normaler Löffel aus Holz. Das ist kein Kochlöffel? Wie sieht ein Kochlöffel aus im Gegensatz zu dem hier? Na, also das ist ein runderer Stiel und... Loch drin. Ja, genau. Und das ist doch nicht abhängig von der Form. Das ist ein Design-Kochlöffel. Das ist doch kein Kochlöffel. Das ist ein Original Jean Alesi van Stark e Colani-Kochlöffel. Die sind eigentlich, ich meine, sie wirken irgendwie rustikal, aber der ganze Siff sammelt sich vorne an. Die kriegst du nicht mehr sauber. Ja, aber nachdem die in der Spülmaschine waren, dann noch den Rührei. Moment! Legt man das in die Spülmaschine? Ja, logisch. Nein. Ach, nein, das legt man nicht in die Spülmaschine. Ich habe es auch jahrelang oben reingelegt. Oben. Ja, zwischen. Aufrecht unten im Besteckkasten. Nie. Wenn, dann legt man es oben aufrecht unten in den Besteckkasten. Und ich sage es immer wieder, ich habe es mehrfach gesagt. Ich sage es immer wieder, weil ich eine warnende Funktion hier habe. Geben Sie die Gabel nicht, wie Herr Antrag sagt, mit den Zacken nach oben rein, sondern mit den Zacken nach unten. Denn ich erzähle es zum dritten Mal, die Gattin von Blacky Fuchsberger ist mit der Brust in die Gabel gefallen. Und im Krankenhaus hat man gesagt, Herr Fuchsberger, wenn Sie es nicht wären, müsste ich die Polizei holen. Ich weiß, dass ich es schon oft erzählt habe. Ja? Aber man kann es nicht oft genug erzählen. Also das ist ein Küchenchef. Ja. Das ist auch ein Küchenchef aus Plastik? Ja. Ja. Das war gar nicht schön. Nee. Wir brauchen in Zukunft ganz hochwertiges Küchen, weil das ist Merchandising. Weißt du, ich möchte eine Küchenreihe rausgeben. Die Harald Schmidt Küche. Ja, die besteht aus einem Handy und da ruft man den Pizzaservice an. Drei Küchenchefs. Da könnten wir vielleicht Geld bei Ministerpräsident Clement locker machen. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen, mit für drei Küchenchefs. Lassen Sie mal was rüberwachsen. Ja, die haben Arbeitserlaubnis. Einer aus Holz, einer aus Plastik, einer mit dem Plastikgriff. So, das kommt aber erst später. Das waren kurze Grundlagen, damit wir uns verständigen können. Das Klassenbuch. Heute haben wir den 4.4. Ja. Da passt eigentlich mal wieder der Satz, Kinder, wie die Zeit vergeht. Die Woche bald schon wieder rum. Haben wir das in Zeitlupe? Das sah cool aus. Haben wir nicht in Zeitlupe. Die Zeitlupe ist vermietet. Ab 16 Uhr ist die Zeitlupe vermietet. An das Vox Kochstudio. Doch, kommt gleich. Die Zeitlupe kommt. Ich höre gerade von der Regie, die Zeitlupe kommt. Hallo Houston. Werner Seefahrt, sind wir jetzt soweit? Und die Zeitlupe kommt. Hier ist die Zeitlupe. Sehr schön. Sauber eingedreht. Optimal losgelassen. Und sauber vom Tisch weggekommen. Ja.
Donnerstag, der 4.4. Thema heute: Küchenchef, Schwarzfahren und Fisslerpfannen. Eine gute Pfanne kostet mindestens 150 Mark. Ach, nee. Da gibt es gute Fissler und natürlich auch andere Markenprodukte für 30 Euro. 60 Mark. Ich habe jetzt beschlossen, für mich den Euro wieder abzuschaffen. Ich rede alles in Mark und rechne es dann in Euro um. Ich denke in Mark, ich zahle in Mark, ich rede in Mark und dann rechne ich es halt um, weil ich diesen Euro habe. Ja? Aber ich weigere mich, in Euro zu denken. Kann ich nicht. Mein Gehalt ist auch so klein geworden. Das ist irgendwie, es macht gar keinen Spaß mehr. So, und natürlich Jung von Matt, die erfolgreichsten Werber der Welt. Krankheitsfälle heute? Keine. Es ist der Frühling. Es ist der Frühling und die Wirtschaftslage. Gesunde, stabile, junge Menschen. Ich habe aber ein besonderes Vorkommnis. Was denn? Heute sind das erste Mal in unserer Firma die Automaten-Jalousien runtergegangen. Der Sommer kommt. Oh, diese sensorgesteuerten Jalousien, die bis zu 4 Mal pro Minute rauf und runter gehen. Die uns eine große Freude machen. Ja, ach, das muss ich sagen. Jalousien funktionieren kann man nicht sagen, aber haben sich bewegt. Ja. Jalousien bewegen sich. Das sind computergesteuerte Jalousien mit Sensoren. Das können wir vielleicht den Damen und Herren in einer späteren Sendung mal zeigen. Ja. Wenn draußen die Sonne in einem Einfallswinkel von 0,3 Alpha größer Pi minus Y auf diesen Sensor drückt, gehen die Jalousien runter. Wenn eine Wolke die Sonne verdunkelt, gehen die Jalousien wieder hoch. Und dann verdrehen die sich noch in sich. Fantastisch. Man kommt oft rein, morgens um 8 Uhr in ein stockdunkles Büro, weil draußen ein kleiner Sonnenstrahl ist. Und mittags zieht man sich nackt aus, weil 80 Grad nicht mehr abgehalten werden können. Weil der Auffallwinkel auf den Sensor nicht mehr. Stimmt. Ich habe bestimmt erste Schadensersatzklagen bald wegen Sonnenbrand und irreparabler Hautschäden von Mitarbeitern, die während des Schlafens im Genick. So, jetzt alles eingetragen. Okay. Liebe Kinder, heute wende ich mich besonders an euch. Mal ganz ehrlich, was bringt euch denn Mutti immer auf den Tisch mit diesem Satz? Iss mal, das ist gesund. Rosenkohl, Brokkoli, Möhren, Lauch, schmeckt das? Nein, wir kochen für euch etwas, was ihr wirklich gerne esst. Wir kochen das, was Kinder wirklich mögen. Das ist nur für euch. Heute wollen wir die Kleinen mal verwöhnen. Heute kochen wir, was Kinder gerne mögen. Ja, und was mögen Kinder gerne? Vieles. Wir haben gesagt, wir fangen mit einem klassischen Kindergericht an. Was ist das denn hier alles? Ach so, das ist nachher für die Bundeskanzler-Website. Und wir zeigen Ihnen heute, wie Sie die Unterschrift unseres Bundeskanzlers originalgetreu nachmachen können, falls Ihre Bank Ihnen Schwierigkeiten macht oder so. Unterschreiben Sie in Zukunft einfach mit Gerhard Schröder. Es ist einfacher, als es glaubt. Und Sie haben nie mehr finanzielle Probleme. So, Gericht Nummer 1 für euch, liebe Kinder. Fischstäbchen. Wir haben uns überlegt, sollen wir lang rumhüsteln, geheim, no name? Nein, wir nehmen Captain Iglo von Iglo. Ja. Die tollen Iglo-Fischstäbchen nur von Iglo. Es gibt natürlich auch viele andere Fischstäbchen. Oh ja. Ja, von Dr. zum Beispiel. Oetker. Von wem? Dr. Oetker. Von Dr. Oetker, ein Traum. Ja. Von wem noch? Ja, so A und P, diese ganzen Billigsorten. Ja, alle fantastisch, alle ein Traum und im Grunde auch alle dieselben Fischstäbchen, seien wir ehrlich. Naja, gut, das wissen wir nicht, aber die fangen doch auch keine anderen Fische, oder? Aber das verwöhnte Panz zu Hause, ich will Iglo. Weil die Kinder sind von der Werbung so versaut. Ich werde mal nachher Herrn Remy und Herrn Matt fragen, ob sie das moralisch verantworten können, Kindern schon ganz früh auf Markenartikel zu polen. Heute Fischstäbchen. Zu Fischstäbchen brauchen wir gute deutsche Markenbutter aus Holland. Und das ist ja natürlich die erste Glaubensfrage. Oder unsere fantastische, tolle Rama. Rama ist ein Traum. Rama ist super. Aber nicht jedermanns Geschmack vielleicht zum Kochen. Ich stelle sie mal hin, denn es geht auch mit Rama. Ihr wollt das ja zu Hause nachmachen. Jetzt ist die Frage, ich koche Fischstäbchen zum Beispiel mit Öl. Ich sage auch Fischstäbchen kochen, ja, obwohl wir das natürlich braten. Aber ich sage auch, ich koche mir einen Kaffee. Ich koche mir ja gar keinen Kaffee, aber ich meine, früher, als ich mir Kaffee gekocht habe, ja, sag ich koche mir jetzt einen Kaffee. Schönes Wasser, Karo-Pulver rein, heißes Wasser aus der Leitung drauf, schon war die Party im Studentenwohnheim fertig. So, Frage ist, nehmen wir Tomi, das reine Sonnenblumenöl, oder nehmen wir Villa Labbadia,
natives Olivenöl extra, Olio extra vergine di Olivia, kalt gepresst, handgeschleudert, Badia, Florenz, Italien. Das ist natürlich für den Feinschmecker. Oder hier für den Öko, Rapso. Cholesterinfrei, das ist ja ganz wichtig. Weil das ist mit den Cholesterinwerten. Es gibt ja ganz liebes Cholesterin, ja, das lässt die 100 werden. Und ganz böses Cholesterin, das lässt sie auch 100 werden, aber mit schlechtem Gewissen. Das muss man vom Arzt checken lassen. Ja, klar. Meine Cholesterinwerte weiß ich auch nicht. Weißt du deine? Ja, aber die sind super. Ja, ich würde sagen, in einer Zeit, in der so viel Negatives geredet wird über italienische Freunde, die nach Deutschland kommen wollen oder was weiß ich, aus Solidarität mit unseren italienischen Freunden, echt? Italienische Olive, was echt? Du machst Fischstäbchen mit, das ist doch, der Eigengeschmack ist viel zu hoch, finde ich. Von was? Ja, von Olivenöl. Ja, will man denn den Eigengeschmack von Fischstäbchen? Mach's halt mit Olivenöl. Was? Mach's mit Olivenöl. Ja, womit machst du's? Mit Butter. Da mache ich mit Olivenöl und Butter. Nein, doch, pass auf. Wir machen jetzt. Haben wir noch eine zweite Pfanne? Ja, obwohl die. Wo ist sie denn? Wir machen es jetzt zu Hause für die verwöhnte Zweipanz-Familie. Ja? Der eine frisst es nur mit Butter und der andere mit Olivenöl. Ja, okay. Ja? Okay. Ja? Und der Bilo-Dad kocht für beide, damit sie wenigstens für eine Stunde. Guck mal so lange noch Fernsehen. Wieso gehst du denn weg? Das galt den Kindern, das war gespielt. Du kannst mal sehen, wie überzeugend ich bin, oder? Geht der Kollege Kameramann da nach hinten? Ihr habt doch gerade gespielt den Kindern. Da wären jetzt Kinder im Spiel. Du bist ja da in echt, ne? So. Okay. Haben wir noch eine Pfanne? Wir haben noch eine Pfanne. Ja, kommt jetzt. Der scharfe Sven, meine Damen und Herren, der heute Premiere hat, wir zeigen es gleich noch mit der Sven-Olaf-Schmidt-Show. Ich brutzle mal hier schon an. Der eine mag es nur mit Olivenöl, die Fischstäbchen, der andere nur mit Butter. Also mache ich es für beide. Ich nehme dazu einen hässlichen, aber populistisch wirksamen SPD-Plastikküchenchef, den Original Franz Müntefering. Für Fußball tue ich alles. Randschmier-Butterlöffel. Oh nee, das esse ich nicht. Stop it! Was ist es nicht? Ja, mit dem ganzen Fett, was. Das muss ich machen, weil bei mir zu Hause die Nachbarn durchs Fenster gucken. Das heißt, ich kann es mir nicht leisten. Okay. Soll ich wieder rausholen ein bisschen? Nein. Was mache ich da mit der Butter? Karel hätte einen Assistenten, der die Hälfte der Butter jetzt frisst. Hier ist mal fertig. Okay, Rudi. So. Ja, soll ich es doch mit dem großen Klumpen Butter machen? Ja, mach mal. Ja, wieso? Magst du es nicht? Das ist gesund. Ja. Na, das ist gut, haben wir zu Hause auch immer gemacht. Das ist gut für die Nerven. Joi, Babuschka. Das ist so schön, dass der Kanzler uns geholt hat. So, jetzt. Ich muss natürlich mit zwei Küchenchefs fummeln, weil ich darf ja nicht aus ästhetischen und gesundheitlichen Gründen fallen, mit der Herzkasperbutter in die Sie werden 200 Olivenpampe. Alte Frage, müssen die Fischstäbchen vorher aufgetaut sein? Nein, die legen wir kalt hinein. Ich kenne auch Kinder aus Familien, wo es nicht so ganz im Sinn des Familienministeriums lief. Die haben mittags zu Videos die Fischstäbchen einfach aus der Packung raus und gegessen. Sind auch was geworden. Sind auch was geworden. Sehen schon lecker aus. Oh ja. Ja? Oh, ich hab schon Hunger. Man wartet jetzt natürlich, bis das Fett schön heiß ist. Und Servietten haben wir auch hier und Teller. Dann kann ich ja das schon mal wegräumen. Der Original-Single-Sprech immer sagen, was man macht. Das räume ich gleich mal weg, das stelle ich mal dahin. Das brauche ich ja nicht mehr. So, das ist die Rama, die ist ganz toll, aber die will heute keine. So, die Butter habe ich auch nicht mehr, die mache ich schön zusammen. Kommt ganz hinten in den Kühlschrank rein und macht in 3 Wochen selber den Kühlschrank auf.
Schau dir das an. Schau dir das an. Das ist der Kardiologe zum Frühstück. Sehr gut. Was für ein Bier trinkst du heute? Ich trinke heute, passend zu Captain Iglo, ein Schönbuch Polarweizen. Polarweizen? Ja, toll. Na, guck mal hier das Glas, wie lecker kalt das aussieht. Ein Traum. Ja, wieso heißt es denn Polarweizen? Weiß man das? Nö. Ist das der Schönbuch bei Stuttgart? Ich glaube, ja, ist, warte mal. Eine 7er Postleitzahl? Moment, bisschen. Zwischen Stuttgart und Tübingen? Böblingen. Böblingen, das ist der Schönbuch. Ein wunderbares Naherholungsziel. Ziehen Sie sich bitte Kordkniebundhosen und ein rot-weiß kariertes Hemd an, wenn Sie dort wandern gehen. Und haben Sie ein fröhliches Lied auf den Lippen. Und bitte cremen Sie sich nicht ein, weil ich möchte, was ich jetzt sehr mag, sind diese leicht rot verbrannten Kurzurlaubsgesichter, die man jetzt so sieht mit Beginn der Sonne. So, jetzt stelle ich mal hier klein. Ja, ja, ja. So. Was übrig bleibt, bringt der Opa aus der Pfanne aus. Au, 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 aber nicht die Bedienungsanleitung kaputt. Wieso? Das kocht man nur frei Hand. Du brauchst sobald keine Bedienungsanleitung. Wie lange denn? Wie lang? Ja, entschuldige, bis sie durch sind. Ach so, okay. Man hat immer ein Kind zu Besuch, das erstmal probiert. So, und dann siehst du entweder zu kalt oder. Dann war es zu heiß. So. Solche, Achtung rein, Vorsicht, heiß. Oh. Spritzt gar nicht, vielleicht kein Fisch drin. Muss aufpassen, dass ich mir kein Sägemehl auf den Anzug mache. So. das hat aber nicht diesen typischen Fischstäbchen-Zischbrutzelgeruch, oder? Oder Sound. Es müsste doch einmal so. Ja, dreh mal voll auf. Also. Ja, hab ich. Aber es riecht schon, oder? Es riecht lecker, finde ich. Dieses Olivenöl wird überhaupt nicht heiß. Ach so, doch, jetzt wird es heiß. Oh, 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 und das gebe ich jetzt mir hier rein. 2, 4, 5. Ah, da guck mal, hier ist das. Da sage ich doch. Das ist das gesunde italienische, vom italienischen Staatschef persönlich benutzte Olivenöl. So. Lecker. Die werden irgendwie schneller. Cross, sagt man cross? Ja. Als die hier in Butter. Was ist das denn mit der Butter? Wird die Butter nicht richtig heiß? Das ist natürlich die schwächere Platte, auf der du das hast. Die andere ist die Schnellkochplatte. Ah, aber da bin ich ja ein routinierter Koch, denn hier ist es ja schon heißer, also stelle ich mir da. Und die ist kleiner und kocht aber schneller. Ja. Das muss man mir auch sagen, das nächste Mal. Da ist ja der rote Punkt drauf. Wo ist da der rote Punkt? Tu mal die Pfanne nochmal hoch. Ach so. Der rote Punkt heißt für mich Baugenehmigung. Was heißt das? Im Fenster, der rote Punkt heißt Baugenehmigung. Ach so. Der rote Punkt auf der Platte heißt, diese Platte kommt schneller. Das ist aber auch bei größeren Herden. Also oh, jetzt kommt sie aber auch. Hallo. Oh, jetzt kommt sie. das riecht ja schon. So ist es gleich. Ja, ich bin gleich so, trink noch eine Cola so lange. So. Ich muss das jetzt hier mit dem Butterquirl hier rein. Nee, heiße ich Quirl, wie Küchenchef. Mhm. Küchenchef. Quirl. Hm? Jetzt, also. Das ist eher frittiert als. Was? Nee, das ist so. Das ist diese alte ukrainische Fischstäbchen-Machweise. Kinder mögen das, weißt du, wenn es nicht so konventionell zubereitet ist. Oh, jetzt riecht aber gut. Hier riecht's toll. Und es brennt nicht an. Ah, jetzt hört man hier auch, das wird so toll. Das wird ganz toll. So. Söhrchen. Sehr gut. Welches war jetzt für was? Ist ja wurscht. So, lege ich da hin. Und dann stelle ich schon mal die Teller hin. Mit Servietten. Das ist aber kein Porzellan, oder? Nein. Das ist Plastik. Ja. Und gerade wenn man in gesundem Olivenöl gekocht hat, besonders wichtig, Tomis Remoulade. Gourmet-Remoulade. Gibt's auch von Frenzen, glaube ich. Ja. Und von Kraft.
Kraft ist auch fantastisch. Ja. Ich mixe mir die alle drei gerne zusammen. Frenzen, die vierte auch noch. Kühne, Kraft und Tomi. Kühne, sehr gut. Kühne. Und zwar im Mund. Ja. So, die machen wir mal auf. Frisch für. Ist die lecker. Das ist ein so schönes Gefühl, wenn man eine frische Remoulade hat, wo man weiß, da kann nichts passieren. Da ist alles frisch. Eieiei, jetzt werden die schon braun, ne? Ja, die werden braun, aber sie sind noch nicht. Sie können noch ein bisschen was vertragen. Schade, bei Bio gäbe es jetzt einen Wein. Eigentlich schon vor Beginn der Sendung. Aber das haben wir hier nicht, weil es schauen ja noch Kinder zu. Ja. Es ist ja für Kinder. Ja. Demnächst kochen wir vielleicht Nutella-Brot mit strammen Max drauf. Das originale Kinderfrühstück. So. Sehr gut. Wer will denn wie viel? Susanna, wie viel möchtest du? Eins, und zwar bitte mit Olivenöl. Selbstverständlich. Helmut? Ich würde auch gerne mal das Olivenöl probieren, weil in der Probe hatte ich schon so viel Butter. Wie viel? Zwei. Manuel? Ich nehme das, was in der Butter liegt. Komplett? Ja, wenn es kein anderer will. So, ich glaube, die sind soweit. Also das in der Butter ist es. Dann kriegt Manuel, ich wende es für dich noch einmal, Manuel. Das ist nett, Harald. Weißt du, damit es schön durch ist. Ja. Das ist aber lecker. So. Dann kriegt Manuel die 5 aus der Butter. Ah. Ein Traum. Und dazu ein Weizenbier. Ist es ein Weizenbier? Ja. Bisschen Butter drüber oder nicht? Nein. Keine Butter. Mit Remoulade? Nee, ohne. Ohne. Wollt ihr Remoulade? Helmut? Ja, bitte. Helmut Remoulade. Einmal hier kann ich abstellen. Jetzt komme ich aber ganz schön in die Hektik. Das ist gar nicht so einfach. Diese komplizierten Menüs. Nächstes Mal koche ich was Einfaches. Eines. Darf ich mal anfangen oder warten, bis alle haben? Nee, fang ruhig an. Das ist doch ein Satz. Fang doch schon an. Aber ich bitte euch, es wird doch kalt. Ich glaube, heute ist es nichts geworden. Der Boden ist so weich. Ah, nee, das ist bei Obstkuchen. Ja, so. Helmut, holt es euch bitte ab und ich esse 3 aus Olivenöl. Helmut mit Remoulade. Ja, bitte. So, es ist natürlich unhöflich, dem Studiopublikum hier nichts anzubieten, aber das geht nicht wegen des Geruchs. Wisse. Ich kann nicht den Fischgeruch hier. Hast du mich auf den Anzug gekleckert? Nee, aber ich bin fast gefallen. Mit der Remoulade auf mich draufgefallen? Ja, fast. Ich war noch nie so nah. Ja. Hier, das ist das eins. Das meins. Hm? Wieso kriege ich nur eins? Du wolltest doch nur eins. Willst du noch eins? Zwei. Hier, darf ich mit dem Finger nehmen? Ja, darf. Möchtest du was Remoulade? Ich möchte auch Remoulade, ja. Lecker. Sehr lecker. Toll. Serviette? Yes. Dankeschön. Fantastisch, ein Traum. Während wir also, schmeckt's? Super. Ja, super. Während wir hier Fischstäbchen essen, und Sie können es zu Hause mal sehen, es ist so einfach. Es wirkt kompliziert, aber es ist sehr, sehr einfach. Wichtig ist, dass es liebevoll zurechtgemacht ist, denn das Auge isst ja mit. 2 Fischstäbchen mit, ich hoffe, es ist Remoulade, was ich aus dem Glas geholt habe. Ist ein bisschen sehr wackelig in der Konsistenz, aber es ist mit Sicherheit Remoulade. Na klar. Oder? Ja. Was soll es sonst sein? Ja, eben. Ja, eben. Natürlich ist Remoulade. Heute startet unser Kollege Sven Olaf Schmidt, bekannt als der scharfe Sven aus der Requisite, seine wahrscheinlich demnächst legendäre Sven Olaf Schmidt Show im Internet. Das ganze Team wird nach und nach bei ihm zu Gast sein, das sensationell, konzeptionell neue ist. Er moderiert die Show nackt. Ja. Und wir können einmal reinschauen. Es lohnt sich wirklich. Ein großartiges Konzept. Würde mich nicht wundern, wenn das ZDF das bald auch um 20.15 Uhr zeigen will. Es geht natürlich noch weiter, da haben wir jetzt nicht alles gezeigt. Ja, natürlich, können wir auch. Wer für Kinder kocht, kann, sollte auch essen, wie Kinder essen. Immer dieses ständige Setz sich gerade, legt die Hand auf den Tisch. Die Hand ist der Diener des Mundes. Aha. Kennen Sie den Satz nicht? Nein. Man darf nicht so essen, ja? So. Die Hand geht zum Mund. Aber die andere Hand muss schon auf den Tisch, ne? Die andere, eigentlich korrekterweise müsste es so sein, aber man isst eigentlich lieber so. Wenn man zum Beispiel wie ich am Couchtisch Mittag isst, weil man nebenher irgendwie Wiederholung von Al Bundy guckt. Oh, geil, Christina Applegate. Hm. Dann kann ich dadurch auch im Programm weiterfahren, oder? Bitte? Was? Ich war gerade auf das letzte Fischstäbchen konzentriert. Hä?
Bitte? Mit vollem Mund spricht man nicht. Nee. Der einzige Satz, den ich auf Französisch fließen kann. On ne parle pas la bouche pleine. So, die Remoulade, die ist sehr gut. Ist toll. Lecker? Hm, ich esse sie teilweise auch mit dem Löffel direkt raus aus dem Glas. Ohne Fischstäbchen. Muss nicht sein. Das ist jetzt die, ich steige um 13 Uhr in den Bus-Bewegung. Mahlzeit. Mhm. Aha. Haben Sie gehört, da nebenan wurde eine Atombombe abgeworfen? Ja, aha. Mhm. Aha. Brauchst du einen Zahnstocher? Das soll man übrigens auch nicht nehmen, Zahnstocher, sondern Zahnseide. Diese aufgeraute. Ich habe Zahnseide im Durchmesser vom Pfeifenreiniger. Wegen meiner Taschen.